Guten Tag, wir sind bei Rathaus Zylinderkopftechnik und wir haben hier einen Audi TT. Das ist die 1.8er Maschine, TFSI, haben wir auch regelmäßig hier als 2 Liter Motoren, TFSI oder auch die kleineren entsprechend oder TSI. Und hier, der hier hat zweierlei Probleme. Zum einen eine gerissene Steuerkette. Alle Ventile sind krumm, wir haben dann also endoskopiert, haben uns die Zylinderwände angeguckt, das sieht soweit erstmal noch erträglich aus und okay, aber Ventile sind natürlich krumm, eventuell sind auch Ventilführungen krumm, das heißt Kopf kommt runter, wird komplett revidiert und überholt. Parallel hat er das Problem, was allgemein üblich bekannt ist als Konstruktionsfehler, der hohe Ölverbrauch bedingt durch die Kolben und seine Ölabstreifringe, die viel zu kleine Bohrungen oder Ablaufbohrungen im Kolben haben und dann verkoken. Das werden wir bei dem Ganzen dann direkt mit lösen als Problem. Das heißt, der kriegt also geänderte Kolbensysteme. VW selber ändert Kolben und Pleuel. Das brauchen wir hier nicht. Hier kommen also spezial beschichtete Kolben rein, die den 21 Kolbenbolzen weiter verwenden können. Und Entschuldigung. Und wie gesagt, der Motor wird revidiert. Wenn ein Ausschleifen der Zylinder notwendig ist, wird das Ganze natürlich im Übermaß arrangiert. Das heißt, der Block wird ausgeschliffen, es kommen Übermaßkolben rein. Und Kurbelwelle dürfte eigentlich nichts abbekommen haben. Insofern wird das Ganze revidiert, aufgebaut neu. Und ich denke mal, in einer Woche dürfte der Motor wieder laufen. Sprich, der Kunde sein Auto dann auch wieder übernehmen. Und die Sache hat sich erledigt. Nicht ganz billig, ein Geschenk ist es sicherlich nicht, aber im Vergleich zu dessen, was ein neuer Motor von VW Audi kostet, ist es wiederum günstig und der Kunde bekommt hier eine optimierte und verbesserte Version, eben mit einem ölreduzierten Verbrauch und das auf Dauer, weil konstruktiv auch entsprechend geändert. Ja, das war's von Rathaus Zylinderkopftechnik. Wer mehr dazu wissen möchte, meldet sich einfach bei uns, kann sich schlau machen auf der Homepage oder nimmt einfach telefonisch mit uns Kontakt auf oder vereinbart einen Termin und kommt am besten direkt vorbei. Das war's, alles klar, bis dahin, tschüss.